Max Heimerl, Alfred Landenhammer, Ulrich Niederschreiberer haben sich nämlich bereit erklärt, in ein Verfahren einzutreten, das nicht ganz üblich ist. Es ist auch früher so, dass man Kandidaten für besondere Ämter im Vorstand quasi ausgemacht hat und dann vorgeschlagen hat und durchgewunken hat. In der heutigen Zeit erwarten die Menschen allgemein draußen, aber auch in den Parteien Transparenz. Diese Transparenz haben wir uns ganz besonders vorgenommen und haben ein Verfahren auf den Weg gebracht, das nicht alle Ortsverbände, Kreisverbände so machen. Und haben genau mit diesen dreien dann ein Verfahren eingeleitet, das die Aufgabe hat, und das ist die zentrale Aussage, die wir heute hier beantworten müssen: Wer ist der, der in dieser Wahl für die CSU die größte Chance hat, gewählt zu werden? Für die Wahl will ich die Bürger und Gesellschaft mitnehmen in meinen Handlungen und Zielsetzungen und so für ein gutes Wahlergebnis für die CSU und mich zu sorgen. Deshalb bitte ich euch um die Unterstützung für meine Kandidatur. Der Schmusikus mit den Grünen muss aufhören. Konzeptionelle Sacharbeit im Kreistag steht außer Frage. Aber das Volksbegehren hat gezeigt, wo die Freunde und Gegner sind. Die bürgerliche Fassade, die Grünen sich zurzeit aufhält, hilft ihnen zu ihrem Erfolg. Wobei sie doch ganz andere Ziele haben. Weg mit dem traditionellen Familienbild, dass unsere Grundlage und unser Wertverständnis hier in der CSU sind. Weg mit unserer Landwirtschaft, hin zu einer ideologischen, unrealistischen Landwirtschaft. Sie wollen die ganze Welt an unserem hart erarbeiteten Wohlstand teilhaben lassen, übersehen aber dabei, dass wir uns dabei kaputt machen. Die Grünen sind die Wölfe im Schafpelz geworden. Die Wölfe gehören nicht in die Wälder des Landkreises. Natürlich gehören die Grünen in den Kreistag. Aber bitte nur mit einem kleinen Rudel. Ich glaube, wir können alle sagen, wir können stolz sein auf unsere Jugend. Im Übrigen auch auf die, die momentan am Freitag manchmal nicht in die Schule gingen, sondern zum Demonstrieren nach München fahren. Ich persönlich sage ehrlich, ich habe Verständnis dafür, solange es im Rahmen bleibt und solange das nicht als Alibi fürs Schulschwatzen hergenommen wird, dann kann ich mir das gut vorstellen. Warum bin ich stolz darauf? Weil sie sich einsetzen. Sie setzen sich ein für Klima- und Umweltschutz. Wir sind auch ein christlich geprägtes Land, meine Damen und Herren. Und bei einem christlich geprägten Land ist es wichtig, dass wir uns darauf auch besinnen und darauf eintreten. Mir ist es zum Beispiel wichtig gewesen, dass wir bei mir in der Schule, im Neubau, in jedem Klassenzimmer auch wieder ein Kreuz hängen haben. Und das ist zwar ein Symbol, aber ein extrem wichtiges, ein Glaubenssymbol, und das muss auch künftig so bleiben. Also die Kreuze müssen bei uns in den Klassenzimmern hängen bleiben, meine Damen und Herren. Also, abgegebene Stimmzettel, 180 gültige Stimmen. Auf Max Heimerl entfielen 118. Alfred Landenhammer 51, Ulrich Niederschreiberer 10 und es gab eine Nein-Stimme. Ich gratuliere natürlich Max Heimerl zu diesem guten Erfolg, zu diesem riesigen Erfolg. Ich glaube, er hat einfach die Delegierten und die CSU in Mühe im Kreis Müllerf hinter sich. Ich wünsche ihm alles Gute für den Wahlkampf und wir hoffen, dass er dann auch Landrat wird. Ja, die Wahl ist jetzt hinüber. Nach der Anspannung im Vorfeld ist ein deutliches Ergebnis rausgekommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, wenn so ein großer Saal von fast 200 Delegierte, die eine Entscheidung trifft, dann ist das auch das, was gewollt ist. Und ich habe auch im Vorfeld gesagt, auch wenn ich nicht der Auserwählte bin, ich werde es unterstützen und wir werden gemeinsam in die Zukunft schauen. Ja, wir haben jetzt relativ aufregende und auch anstrengende Wochen hinter uns. Die CSU hat in einem sehr transparenten, einem sehr offenen Verfahren jetzt den Landratskandidaten nominiert.
Die Delegiertenversammlung hat sich heute mit doch für mich im ersten Wahlgang schon überraschender Mehrheit für mich als Person, als Kandidat ausgesprochen, und das freut mich natürlich jetzt sehr. Also das war jetzt natürlich erst die erste Etappe, jetzt geht es dann erst richtig los. Jetzt müssen wir den Wahlkampf vorbereiten. Wir haben ja jetzt noch einige Monate, die Wahl ist dann im März 2020. Und jetzt werden wir in der CSU als große Familie gemeinsam unsere inhaltlichen Schwerpunkte definieren. Wir werden unseren Wahlkampf planen und das wird jetzt dann eigentlich die Arbeit der nächsten Wochen.